Lieben, es ist endlich wieder soweit. Es ist Zero Time. Ja, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mir mal ganz viel Zeit genommen und habe im Internet, das ganze Internet durchgestöbert, weil der Tag der Tage, der Tag der Verliebten steht wieder an. Am 14.02. ist Valentinstag und ich habe so überlegt, was soll ich eigentlich einem Dommy schenken? Ja, und diese Frage habt ihr da draußen bestimmt auch. Was kann ich meinem Partner schenken oder auch meiner, meiner Partnerin? Also es ist für jeden was dabei. Ich habe ganz, ganz viele Sachen gefunden, die auch gar nicht so teuer sind. Ich wünsche euch ganz viel Spaß. Ihr habt noch Zeit zum Bestellen. Ganz vieles auch auf Amazon und. Aber mit Versand, Bestellungen, alles drum und dran, müsste das dann rechtzeitig bei euch ankommen. Deswegen hoffe ich, das Video gefällt euch. Und dann würde ich sagen, starten wir direkt. So, ich habe mich jetzt so ein bisschen auf die Seite gesetzt, damit ich euch immer das hier an der Seite einblenden kann. Und ich muss ab und zu hier in meinem PC gucken, weil ich leider das Ganze nicht auswendig gelernt habe. Okay, sorry. So, das erste, was ich gefunden habe, was ich eigentlich ganz cool fand, war diese Tasse hier. Und zwar ist da ein mega cooler Spruch drauf. Fuck Valentine's Day, I love you every single day. Ja, diese Tasse kostet 7,50 €. Die meisten Sachen, wo ich euch jetzt eh zeige, sind bei Amazon und sind auch unten in der Infobox verlinkt. Also könnt ihr dann direkt draufklicken, Sache für Sache, was ich euch jetzt so vorstelle. Also das finde ich eigentlich eine ganz süße Idee, eine Kleinigkeit, sehr, sehr günstig und eigentlich eine tolle Geste. Ja, dann gibt es überall im Internet ganz, ganz viele Gutscheinhefte, also so wie hier jetzt zum Beispiel. Ich verlinke euch aber auch noch ein anderes, also da gibt es mehrere verschiedene Gutscheinhefte, wo man dem Partner schenken kann. Die sind sehr, sehr günstig. Das hier zum Beispiel kostet jetzt 4,99 € und da stehen halt so verschiedene Sachen drin, wie ein Gutschein für einen Tag, für einen Tag. Ah, oh, ich bin blind. Für einmal Wunsch frei haben, Gutschein. Oder ein Gutschein für einen romantischen Spaziergang unterm Sternenhimmel. Das finde ich eigentlich eine ganz, ganz coole Idee. Aber man muss dafür auch kein Geld ausgeben. Man kann sowas auch selber gestalten. Also einfach selber basteln mit verschiedenen Gutscheinen und da zum Beispiel draufschreiben, du hast viermal darfst viermal den Film aussuchen, ich lade dich einmal zum Essen ein oder ins Kino oder wir nehmen zusammen ein Bad oder massiere mich mal. Also man kann da auch individuell selber irgendwas gestalten. Ja, was ich auch entdeckt habe, ist dieser wunderschöne Glaswürfel. Den finde ich jetzt persönlich sogar sehr cool, weil es einfach sehr persönlich ist, weil man die eigenen Namen noch eingravieren kann. Das Gravieren ist sogar kostenlos. Der kostet 15,90 € und dann halt noch Lieferkosten. Und da steht halt dann noch dran, Forever Together. Und sowas macht sich halt voll gut als Deko. Auch in der Wohnung kann man überall aufstellen. Finde ich sehr, sehr süß. Und da habe ich auch noch was gefunden, und zwar dieses Schlummerlicht. Unendliche Liebe heißt es, weil es halt einfach diese Unendlich-Schleife hat. Und da kann man auch die Namen reinmachen lassen. Also sowas finde ich jetzt persönlich zum Beispiel sehr, sehr cool. Also sowas würde ich jetzt zum Beispiel bestellen, weil es einfach sehr persönlich ist. Ja, der kostet jetzt zum Beispiel 29,99 €, ist jetzt natürlich nicht mehr ganz so preiswert, für Valentinstag auch noch, weil man ja eigentlich mehr Geld ausgibt, so an Geburtstagen, Weihnachten, Ostern und sowas. Aber trotzdem finde ich die Idee ganz cool. Es muss ja auch nicht immer Valentinstag sein, sowas geht ja auch an Geburtstag, an Weihnachten oder halt auch an den ganz anderen Tagen, wo man sich eine Freude machen will oder ein Geschenk halt einfach schenken möchte. Diesen Schlüsselanhänger, also nicht diesen, aber einen Schlüsselanhänger in der gleichen Art und Weise, habe ich Dommy tatsächlich letztes Jahr zum Valentinstag geschenkt und er hat sich gefreut. Es war nicht zu kitschig auch für einen Mann. Sowas finde ich jetzt auch für beide Personen, also wenn ihr es euren Freund oder auch eure Freundin schenken wollt, das kommt immer gut an. Da hat einer das eine Ende des Herzchen und der andere den Pfeil oder manchmal sind es auch so zwei Herzchen, also da gibt es verschiedene Arten, aber solche Schlüsselanhänger kommen immer gut an. Dann habe ich euch noch mal was, und zwar ist es jetzt nicht von Amazon, und zwar ist es von Lala Lab
Aber ich will es euch einfach mal zeigen. Und zwar habe ich das nämlich ein Domi zu Weihnachten geschenkt mit dazu. Und da kann man sich nämlich so Polaroids ausdrucken lassen. Ich weiß nicht, ob man das jetzt sieht. Und da noch was drunter schreiben lassen. Dein erster Red Carpet, Barcelona, Istanbul, Dream Team. Sieht man das alles? Das verlinke ich euch auf jeden Fall auch in der Infobox. Es ist kein Product Placement. Ja, ich will es euch einfach wirklich zeigen, weil ich es einfach cool fand und ich wirklich bestellt habe und wirklich bezahlt habe. Genau. So, ich kann jetzt hier noch ewig durchblättern, weil es sind einfach so viele Bilder von uns. Oh, jetzt mache ich hier noch unordentlich. Jetzt kommt eins meiner Favorites, ja. Und auch wahrscheinlich das Favorite für alle, die auf was Süßes stehen, auf Schokolade und Früchte und am besten Früchte mit Schokolade. Und zwar so eine Art Schokobrunnen. Ich selber habe ihn schon zu Hause. Da tut man unten ganz einfach ein Teelicht rein, oben Schokolade, welche man will. Da kann man ganz normale Milka-Schokolade reintun oder halt auch so Schokoladenkonfitüre, wo man zum Backen nimmt. Kann man sich Früchte klein schneiden oder jetzt auch Marshmallows oder sowas. Also ich esse immer mit Früchten. Und es schmilzt so schnell. Ja, und dann kann man sie eintippen, so währenddessen man Film schaut zu Hause. Also richtig geil. Ich finde es jetzt eigentlich auch vom Preis her okay. 14,99 €, also das ist eigentlich super. Hier fand ich jetzt noch eine Box und in dieser Liebesgeschenkbox, Herzbox, sind Liebesbeweise drin für jeden Tag. Und zwar habe ich das mir mal so ein bisschen durchgelesen, weil ich ja nicht, weil es sind so viele Zettelchen drin, man weiß ja gar nicht, was da drin steht. Und das sind so tägliche Liebesbotschaften, 365 Stück, also wirklich ein Jahr lang bis zum nächsten Valentinstag. Ich denke, nach 10 Tagen oder nach 20 Tagen wird es irgendwann mal langweilig, das aufzumachen. Ich weiß nicht, wie euer Partner ist, aber Domi hat da drauf keinen Bock. Aber trotzdem wollte ich es dir jetzt mal mit zeigen. Und da sind halt dann so Sachen drin, so, du bist mein Stern, Gutschein für einen Spaziergang Hand in Hand, Liebe mit dir. Liebe ist mit dir alt zu werden, Gutschein für einen Friseurbesuch, du bist Musik für mich. So ein kleiner Gag am Rande, ich find's witzig. Hier habe ich nochmal zwei Kissen, ne? Mr. Right und Mrs. Right, also wenn man zusammen wohnt und zusammen ein Schlafzimmer hat, wie jetzt auch hier, finde ich es eigentlich richtig süß, solche Kissen zu haben. Bisschen kitschig, aber auch zum Valentinstag eigentlich ganz, ganz cool zu verschenken. Passend zum Bachelor habe ich gedacht, diese Rose muss mit rein. Das startet ja jetzt wieder im Fernsehen, ich werde das natürlich auch mitverfolgen und vielleicht auch mal ein oder andere YouTube-Video dazu drehen, wenn ihr da drauf Bock habt. Aber hier gibt es eine goldene Rose, richtig schön verpackt. Ich finde es sehr, sehr edel und cool. Der Preis ist natürlich etwas teurer mit Versand und allem drum und dran, fast 45 €. Wenn ihr den Partner daheim irgendwie überraschen wollt, mit einem Gebäck, mit Kuchen, mit Essen oder natürlich auch mit einer vollen Badewanne oder einfach nur einen DVD-Abend zu Hause, Netflix, Maxdome, keine Ahnung, dann könnt ihr auch daheim dekorieren. Es gibt nämlich so große Herzluftballons zu kaufen oder auch Teelichter, Kerzen und einfach daheim einen schönen Abend zu zweit zu verbringen. Darüber würde ich mich jetzt wieder freuen. Nutella! Was Süßes zum Knabbern. Ist jetzt das idealste Valentinstagsgeschenk, aber darüber würde ich mich freuen. Geil, oder? Richtig geil. Oder wenn ihr ein bisschen mehr Geld ausgeben wollt, dann könnt ihr natürlich auch dem Partner Schmuck kaufen. Vor allem jetzt der Freundin. Da habe ich euch auch eine Empfehlung, das tue ich euch auch unten in die Infobox verlinken. Daher habe ich nämlich meinen ganzen Schmuck, den hier zum Beispiel. Sieht man das? Ja, oder auch die Kette und mein Armband, also die sind jetzt auch passend dazu. So, es waren jetzt viele Ideen von mir, ein paar Vorschläge, wie ihr den Partner einfach glücklich machen könnt. Ich hoffe, da ist was dabei und ich konnte euch irgendwie helfen. Und wenn nicht, vielleicht war es auch irgendwie unterhaltsam und ihr gebt meinem Video einen Daumen nach oben. Das würde mich sehr, sehr freuen. Schreibt mir natürlich auch in die Kommentare, ob ihr noch mehrere Vorschläge habt, weil das lesen natürlich auch immer alle anderen. Einfach, dass alle gut versorgt sind. Ja, lasst auf jeden Fall eure Meinung da. Gut.
Hier sind auch noch ein paar andere Videos verlinkt und auch mein Kanal und der Kanal vom Domi habe ich ja auch immer hinterlegt. Ja, mehr brauche ich eigentlich gar nicht mehr dazu sagen. Ich wünsche euch einen wunderschönen Valentinstag jetzt schon mal, aber davor werden eh nochmal Videos kommen. Und dann sehen wir uns wieder die Tage, wenn es wieder soweit ist. Summertime! One.